So, willkommen zum Projekt Euro Truck Simulator 2. Leider habe ich noch nicht geschafft, irgendwie eine Map zu installieren, weil sie alle irgendwie nicht funktionieren wollen. Kurzer Hänger. Einen kurzen Hänger und da geht es schon wieder. So. So, und nun können wir losfahren. Ich habe doch extra Lenken mit Maussteuerung gemacht. Dauert gerade noch so. Damit man schön den Motor hört. Die Lenkempfindlichkeit muss ich noch einstellen. Ein bisschen so. So. Nun bringen wir mal unsere Fracht nach Dortmund. Sonne habe ich drin. Mehr konnte ich leider noch nicht reinmachen. Aber dies werden wir dann bald ändern. So, ein bisschen Licht machen. Rein theoretisch noch ein bisschen lauter machen. So. Man will ja auch ein bisschen was von dem Motor hören. Die hört sich schwul an. Naja, egal. So. Dies ist mein selbst erstelltes Profil. Dort hier werde ich erst hauptsächlich so fahren. Später. Wenn ich die Map habe, werden wir neu anfangen. Und damit wir auch
zwei Brillen nicht funktionieren. Daher muss ich mal warten, bis ein Kumpel vielleicht online ist, wieder online ist und den dann nochmal fragen. Und so lange müssen wir also uns erstmal zufrieden geben. Aber vielleicht werden wir hier auch selber weiterspielen. Ich sag mal, ich bin noch in einer virtuellen Online-Spedition. Und da kann man sich aber die Firma nicht, also die Mitarbeiter einstellen. Und daher machen wir wahrscheinlich so hier auf unserem auf meinem Privat. Das Video, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert. Es gibt noch mehr, es gibt noch ein Let's Play Mutant von der Pokémon Roten. Da werden noch andere Let's Plays folgen von anderen Editionen, von anderen Gameboy Spielen und eventuell noch irgendwelche anderen Projekte, aber hauptsächlich erstmal Euro Truck Simulator 2 und Pokémon. Fahren momentan mit dem Volvo FH16, das ist wohl dieser. Und wir suchen uns jetzt den nächsten Auftrag. Wir fahren erstmal von Dortmund nach Bremen.
Tieren. Was jetzt? Erbsen. Lecker, lecker. Rastplatz. Denn die 50 Minuten sind jetzt fast voll. Just